Der heutige Sahabi, über den wir bi'idhnillahi as-sami' al-alim berichten, ist Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu wa arda. Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu wa arda, und welch gewaltiger Diener Allah subhanahu wa ta'ala war doch dieser ärmliche Sahabi. Er stammte, liebe Geschwister, aus einer ärmlichen Familie ab, die zur Unterschicht gehörte. Seit seine Familie den Islam schon sehr früh angenommen hat, wurden sie hart geprüft. Sie wurden gefoltert, misshandelt. Liebe Geschwister, subhanallah, der Vater von Yasir, die Mutter von Yasir und Yasir selber, die gesamte Familie, sie wurden misshandelt, so lange, bis der Vater von Yasir gesagt hat, soll es so die gesamte Zeit mit uns weitergehen, ja Rasulallah? Schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er war derjenige, der die meiste Eifersucht hatte für die Muslime, für die Gläubigen. Er konnte nichts tun. Was sollte er machen? Sie waren schwach, sie waren unterdrückt. Er konnte nichts machen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber er konnte ihnen Hoffnung geben. Und er sagte zu ihnen, Sabran, ala Yasir, fa inna maw'idakum al-Jannah. Geduld, Familie von Yasir, denn der Treffpunkt für euch ist das Paradies. Das heißt, zwischen euch und dem Paradies ist nur der Tod. Allahu Akbar. Zwischen euch und dem Paradies ist nur der Tod. Als sie dieses gehört haben, waren die Schmerzen viel leichter zu ertragen. Denn sie wussten, dass nach dieser Bereitschaft für die Religion etwas zu opfern, dass wenn sie für diese Religion etwas opfern, dass sie bei Allah subhanahu wa ta'ala etwas wiederfinden werden, liebe Geschwister. Ich frage dich eine Frage, lieber Bruder und liebe Schwester. Wie gewiss bist du, dass Allah dir nach der Prüfung, egal welche Art von Prüfung, dass er dir danach das Paradies gibt? Wie gewiss bist du? Bist du oder bist du nicht? Schaut mal, was er sagte. Geduld, o Familie Yasir. Euer Treffpunkt ist das Paradies. Und plötzlich waren die Schmerzen weg. Warum? Weil wenn du weißt, wofür du Geduld zeigst, und du bist dir gewiss, dass das so eintreffen wird, weil du daran richtig glaubst, du bist doch ein Gläubiger, dann wirst du auch diese Qualen ganz anders ertragen, liebe Geschwister. Dieser Abu Jahl, la'natullah alayh, hat alle in der Familie von Yasir, radiyallahu anhum ajma'in, sehr hart misshandelt, liebe Geschwister. Und wie hart diese Prüfungen ausgesehen haben, hören wir jetzt. Die Mutter von Yasir, sie heißt Sumayya, radiyallahu anha wa ardaha. Sie war eine alte Frau, eine Greise, eine schwache Frau, eine Frau, die sich nicht großartig wehren konnte. Vor den Augen ihres Mannes und ihres Sohnes wurde sie von diesem Shaitan misshandelt, von Abu Jahl. Und Abu Jahl steht für jeden Feind Allahs, die wir heute auf dieser Erde immer noch wandeln. Möge Allah sie vernichten in der Dunya und in der Akhira. Liebe Geschwister, Sumayya war auf dem Boden. Da nahm Abu Jahl ein Speer und rammte ihr den Speer in ihr Unterleib. Hass. Er hasst Muslime. Die Feinde Allahs hassen Muslime. Und es ist ihnen lieber, dass diese Muslime tot sind, als dass sie am Leben sind. Wallahi, wir sehen das in der gesamten Welt. Er hat sie getötet. Und Sumayya wurde dadurch die erste Märtyrerin im Islam. Sie hat Geschichte geschrieben. Jeder Muslim, der sich etwas mit seiner Religion beschäftigt, wenn er den Namen hört, Sumayya, dann sagt er, die erste Märtyrerin im Islam.
Schaut mal, wie Allah ihr einen ehrenvollen Tod gegeben hat, obwohl dieser Shaitan versucht hat, sie zu erniedrigen. Trotzdem, wenn wir das Wort Sumayya hören, wenn wir den Namen Sumayya hören, dann, subhanallah, passiert ein Lächeln auf unseren Lippen, wenn wir wissen, das war nicht irgendeine Frau, das war die erste Märtyrerin, die Geschichte geschrieben hat. Und sie ist unsere Schwester und sie ist eine Führerin der Gläubigen. Denn durch sie sind viele andere auch auf diesem Wege gestorben, liebe Geschwister. Subhanallah. Er hat das mit ihr getan. Und dann später kam die Schlacht in Badr. Da, wo die Muslime in der Unterzahl gegen die Kuffar gekämpft haben. Die Muslime waren 3000 Mann mit Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu wa arda. Und sie haben eine Armee zerschmettert, vernichtet, die über 100.000 waren und manche sagen sogar 200.000. Schaut mal, Sumayya radiallahu anha, sie starb auf diesem Wege. Dann in der Schlacht von Badr wurde Abu Jahl getötet. Abu Jahl, er wurde getötet. Guckt mal, was der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, nachdem er getötet wurde. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ammar ibn Yasir. Er sagte sallallahu alaihi wasallam zu Ammar ibn Yasir, qad qatala Allah qatila ummik. Allah hat denjenigen getötet, der deine Mutter getötet hat. Allahu Akbar. Allah hat denjenigen getötet, der deine Mutter getötet hat. Und was denkt ihr, wie seine Auferstehung vor Allah subhanahu wa ta'ala sein wird, liebe Geschwister? Ammar radiallahu an, er sah dieses Bild, dass seine Mutter, und ihr müsst euch vorstellen, deine eigene Mutter wird von diesen Feinden Allahs getötet. Subhanallah, dann nahm sie Ammar und er wurde gequält. Schaut mal, auf welche Art und Weise. Wallahi, wir finden diese Art und Weise heutzutage wieder. Seine Peiniger, diejenigen, die ihn bestraft haben, sie tauchten seinen Kopf immer wieder in Wasser ein, bis ihm die Luft wegblieb. Und kurz bevor seine Seele herauskam, das heißt, wo er starb, nahmen sie seinen Kopf hoch, um ihn dann wieder einzutauchen. Und diesen Vorgang haben sie mit Ammar ibn Yasir radiallahu an immer wieder vollzogen, liebe Geschwister. Und dazwischen forderten sie ihn immer wieder auf, gut über ihre Götter, über ihre falschen Götter zu sprechen und Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu beschimpfen. So heißt es in der Überlieferung, أَخَذَ الْمُشْرِكُونَ عَمَّارِ ibn Yasir. Die Götzendiener haben Ammar ibn Yasir genommen. فَلَمْ يَتْرُكُوهُ. Sie haben ihn nicht gelassen. حَتَّى سَبَّ النَّبِي. Bis er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschimpft hat. وَذَكَرَ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرِ. Und er hat ihre Götter im Guten benannt. Das heißt, Gutes über sie gesprochen. ثُمَّ تَرَكُوهُ فَلَمَّا آتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ مَا وَرَاكَ. Dann haben sie ihn gelassen, Ammar radiallahu anhu arda, weil er das gemacht hat, was sie von ihm wollten. Was ist ihr Ziel immer? Die Muslime zu was zu bringen? Zum Kuffer, liebe Geschwister. Subhanallah, das ist ihr Hass. Das ist ihr Hass, liebe Geschwister. Er kam zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Dann fragte ihn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was ist passiert? Qala sharrun ya Rasulallah. Es ist nichts Gutes passiert. Ma tariktu hatta niltu minka wa dhakartu alihatahum bi khair. Er sagt, sie haben das so lange mit mir gemacht. Das heißt, sie haben ihn so lange gefoltert, bis ich dich, ya Rasulallah, im Schlechten erwähnt habe, bis ich dich beschimpft habe, bis ich nichts Gutes über dich geredet habe und über die Götter, über ihre falschen Götter Gutes gesprochen habe. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Mann, der Herzen beruhigt, kayfa tajidu qalbak, was hat sich in deinem Herzen währenddessen abgespielt? Das heißt, während er Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschimpft hat und über ihre falschen Götter gut geredet hat. Kayfa tajidu qalbak? Was hat dein Herz empfunden? Qala mutma'innan bil iman. Mein Herz war voller Ruhe mit dem Glauben. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in adu fa'ud. Wenn sie dasselbige wieder mit dir machen, dann beschimpf mich auch wieder und tu dasselbe. Subhanallah. Schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachdem Ammar radiallahu an ihm gesagt hat, sie haben dieses und jenes mit mir gemacht und ich habe dich beschimpft. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt? Du bist jetzt Kafir geworden.
Weil das Beschimpfen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Religion ist was? Kufr. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm das gesagt? Nein. Wonach hat er ihn gefragt? Was hat sich in deinem Herzen abgespielt? Barakallahu fi. Er sagte zu ihm, wenn sie dieses wieder von dir verlangen, dann mach das. Ja, Ammar, subhanallah. Nachdem Ammar dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschildert hat, dass er ein ruhiges Herzen empfunden hat, kam eine Aya herab wegen Ammar ibn Yasir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Außer denjenigen, Allah subhanahu wa ta'ala erwarnt diese Kuffar, die in ihrem Herzen, wal'iyadu billah, etwas hereinbekommen und dadurch Allah und seinen Gesandten nicht lieben und nicht an ihnen glauben. Er sagt aber, außer denjenigen, die dazu gezwungen wurden, aber ihr Herz verspürt was? Vollen Glauben. Vollen Glauben, liebe Geschwister. Ammar war eine außergewöhnliche Person. Schaut mal, was der Prophet sallallahu gesagt hat. Muli'a Ammar imanan ila mushashi. Ammar ist voller Glauben durch und durch, bis zur Knochenspitze. Allahu Akbar. Der Prophet sallallahu hat bestätigt, was für einen gigantischen Iman, einen gigantischen Glauben Ammar ibn Yasir hatte, liebe Geschwister. Und Ammar in der Tat hatte bei Allah subhanahu wa ta'ala eine außerordentliche Stellung. Khalid ibn al-Walid hatte ein Problem mit Ammar ibn Yasir. Und Khalid ibn al-Walid, er erzählt selber, kana baini wa baina Ammar ibn Yasir kala. Zwischen mir und Ammar ibn Yasir gab es eine Diskussion. Schaut mal, was er sagt. Fa'aghlaftu lah. So bin ich zornig geworden. So habe ich streng gesprochen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn Khalid ibn al-Walid streng spricht, dann wird das Einfluss haben, oder? Der Mann, der 9 Schwerter in einer Schlacht benutzt hat und kaputtgeschlagen hat, er hat einen Einfluss auf Menschen. Passt auf. Fantalaqa Ammar yashkuni ila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalid ibn al-Walid sagt, Ammar ging dann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Immer wenn es ein Problem gab, wo sind sie hingegangen? Zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber das ist der Glaube. Denn wer richtet immer? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Khalid kam dazu. Wajaa Khalidun wa huwa yashku. Und Khalid kam dazu und hat ebenfalls etwas dazu gesagt. Faja'ala yughlidala. So ist er weiter zornig gewesen. Schaut mal, was hier dann gemacht wurde. Fabaka Ammar. Ammar, er war ein weicher Mensch. Obwohl Ammar wird beschrieben als ein breitschultriger, wenn die Überlieferung stimmt, als ein breitschultriger, der kein Mann von Zimperlichen war. Aber Khalid ibn al-Walid und Ammar, es sind schon große Geschöpfe, die aufeinandertreffen. Fabaka Ammar wa qal. Ammar hat geweint und sagte, ja Rasulallah, ala tarah, siehst du ihn nicht, was er tut? Farafa an-Nabi sallallahu alaihi wa sallam ra'sahu. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der die gesamte Zeit über, wo er sich angehört hat, was zwischen den beiden passiert ist, hatte den Kopf unten. Plötzlich hat er seinen Kopf erhoben. Allahu Akbar. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seinen Kopf erhoben und qala man ada ammaran adahu Allah. Wer Ammar befeindet, anfeindet, den feindet Allah. Wer sich mit Ammar angelegt hat, hat sich mit wem angelegt? Mit Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man abghada Ammar abghadahu Allah. Und wer Ammar hasst, so hasst ihn Allah. Subhanallah. Qala Khalid. Khalid sagte danach, nachdem er diese Worte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört hat, fakharashtu fama kana shay'un ahabba ilay min rida Ammar falaqituhu faradiya. Nach diesem Streitgespräch war mir nichts wichtiger, als dass ich die Zufriedenheit Ammars besaß. Und so war Ammar dann auch mit mir zufrieden. Weil er wusste, Khalid ibn al-Walid, wenn er so weitermacht, dann wird Allah azza wa jalla ihn bestrafen. Warum?
weil er einen Diener von den Dienern Allahs etwas zugeführt hat. Allah, schaut mal, welche Stellung ein Diener erreichen kann in seinem Leben, dass wenn einer dich angreift, dass er es mit Allah subhanahu wa ta'ala zu tun hat. Haben wir diese Überlieferung? Ey wallah, Hadith Qudusi, man aada li waliyan, faqad aadhantuhu, bil harb. Wer sich einen Diener, was für einen Diener? Einen gläubigen Diener. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das. Das ist ein Hadith Qudusi. Wer sich einen gläubigen Diener von mir zum Feind nimmt, wer ihn befeindet, wer ihn bekämpft, Allah sagt, dem werde ich den Krieg erklären. Allah. Dem werde ich, wer? Allah, den Krieg erklären. Subhanallah. Schaut mal, welche gewaltige Stellung du bei Allah Azza wa Jal erreichen kannst, liebe Geschwister. Ammar ibn Yasir radiallahu an, er nahm an alle Schlachten mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam teil. Und ihr werdet jetzt etwas hören, wenn es nicht in den Sahih-Büchern, in den authentischen Büchern gestanden hätte, hätte niemand von uns daran geglaubt. Ammar ibn Yasir war 93 Jahre alt und ging noch zum Dschihad. 93 Jahre. Und er ging zum Dschihad. Im Alter von 93 Jahren hat er gekämpft wie ein Jugendlicher. Und er ist auch in so einer Schlacht gefallen, liebe Geschwister. Subhanallah. Und dann kam das Problem zwischen Ali radiallahu an, zwischen Ali radiallahu an und Muawiyah, wie ihr wisst. Es gab eine Fitna unter den Sahaba. Wir Muslime schweigen über diese Fitna, wie Imam Ahmad rahimullah ta'ala gesagt hat, wer nicht mit seinem Schwert dabei war, der soll was? Schweigen. Er soll nichts dazu sagen. Das waren Sahaba. Sie sind immer noch die Besten nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie haben ein Ijtihad gemacht, sie haben sich abgemüht, ein Urteil zu treffen. Es war falsch, aber sie werden trotzdem belohnt von Allah und Allah hat ihn bereits vergeben. Allahu Akbar. Muawiyah auf einer Seite und Ali radiallahu an auf der anderen Seite. Ammar kämpfte auf der Seite von Ali radiallahu an. Schaut mal, was Aisha radiallahu anha sagte, als der Gesandte Allahs noch gelebt hat. Natürlich, nachdem der Prophet sallallahu alaihi nicht mehr da war, ist diese Fitna passiert. Aber Aisha hat noch zu Lebzeiten vom Propheten sallallahu alaihi gehört, ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. عمار hat nie zwischen zwei Möglichkeiten gewählt, außer dass er sich für das Richtige entschieden hat. Allahu Akbar. Ammar hat immer zwischen zwei Möglichkeiten sich für das Richtige entschieden. Und er war auf der Seite von wem? Von Ali radiallahu anhu wa arda. Es waren ein paar Worte über diesen gewaltigen Diener. Hat das geklappt? Das waren ein paar Worte über diesen gewaltigen Diener, Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu wa arda, liebe Geschwister. Das sind Paradiesbewohner und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte in einer Überlieferung, اشتاقت الجنة إلى ثلاث. Das Paradies sehnt sich nach drei Menschen. Wer kennt sie? Nach drei Personen sehnt sich das Paradies. Tfadda. Ammar, okay, Ammar nehme ich von dir. Dann? Bilal al-Habashi und? Was hast du gesagt? Ach, Ali radiallahu anhu. Na, und Ali radiallahu anhu. Nach diesen drei Leuten sehnt sich das Paradies. Allahu Akbar. Das Paradies wartet darauf, dass diese Leute endlich in ihm eintreten im Paradies, damit es ihnen die vollständigen Gaben geben kann, die Allah subhanahu wa ta'ala für den Paradiesbewohner bestimmt hat. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk.